Hallo und schön, dass du meinen Kanal hineinschaust. Heute möchte ich dir einen Dutch Oven vorstellen. Einen Feuertopf, mit dem man toll im Freien, beim Camping, Abenteuerurlaub, im eigenen Garten mit den Kindern als Erlebnis kochen kann. Viele verschiedene Gerichte gibt es. Bei mir gibt es heute einen tollen Braten mit viel Gemüse. Ganz einfach zubereitet, bis auf den Topf und die passende Zange oder Deckelheber hast du vieles zu Hause, was du benutzen kannst. Und dann hoffe ich sehr, es interessiert dich. Du möchtest mit mir Outdoor-Kochen machen. Genug geredet, jetzt fangen wir an. Viel Gemüse, viel Fleisch, leckeres Fleisch. Und so einfach geht das. So, zu den Vorbereitungen. Ihr braucht einen feuerfesten Untergrund. Bei uns ist es Pflaster. Normal kann man auch eine große Betonplatte nehmen, irgendwas, was ihr habt. Ihr könnt es auch auf Erdboden machen, aber bedenkt, wenn es Gras ist, verbrennt das. Ich nehme am liebsten dann noch eine alte Auflaufform, wo ich den Feuertopf hineinstelle, den Dutch Oven. Auf jeden Fall den Deckelheber. Sonst ist es wirklich zu gefährlich. Den müsste man sich wirklich gleich zu dem Topf dazu kaufen. Meiner ist aus dem Internet. Er ist auch schon fertig eingebrannt, was extra dabei stand. Das finde ich ganz gut. Normalerweise, wenn man die wirklich kauft, auch ein Qualitätsprodukt, habt ihr mehr davon. Sie halten länger. Sie sind gut gearbeitet, sodass der Deckel auch richtig schließt und nicht wackelt oder unregelmäßig ist. Das ist ganz wichtig. So. Kommen wir aber zuerst mal zur Vorbereitung unserer Glut. Zum Einstieg nehme ich am liebsten wirklich Grillbriketts, egal welche Marke. Und dann müsst ihr gucken, wie groß ist euer Topf, wie viele Liter sind das. Und dann müsst ihr die mal 4 nehmen. Liter, also wenn ihr 6 Liter habt, mal 4, 6, 12, 18, 24. Das bedeutet, wir brauchen 24 Grillbriketts. Und ich nehme am liebsten so einen Grill, Schornstein. Das geht am einfachsten. Unten rein nehme ich so einen Eierkarton, zerknüll den. Hab wieder eine alte Auflauf- oder Backform. Das kommt unten rein. Dann tue ich meine 24 Grillbriketts oben drauf, zünde es an. Und wenn die richtig schön durchgezogen sind, glutmäßig, dann zeige ich, wie es weitergeht. Vielleicht jetzt noch mal zur Zeitangabe. Bis die Kohlen glühend sind, kommt wirklich auf die Marke drauf an, kann ich schlecht sagen. Halbe Stunde, 40 Minuten dauert es manchmal. Das müsst ihr einrechnen. Das Fleisch muss ungefähr 1,5 Stunden im Dutch Oven sein. Der muss sich ja noch aufheizen und dergleichen. Und ihr müsst dann auch sehen, das Gemüse braucht auch nochmal 15 bis 20 Minuten. So ungefähr könnt ihr euch das einschätzen, damit ihr wisst, wann ihr die Vorbereitungen treffen müsst. So, und jetzt qualmt es erstmal richtig. Und zur Vorbereitung kann man jetzt schon mal den Topf ganz gut ölen. Ich auf gar keinen Fall ein Olivenöl. Das ist ganz, ganz wichtig. Das würde verbrennen. Ich habe nur mal alles. Rapsöl, Sonnenblumenöl, das geht. Und nehmen dann immer ein altes Geschirrhandtuch dazu. Kommt dann in die Waschmaschine. Und dann den ganzen Topf gut ausreiben mit. Auch die Wände. Danach kommen etwa 6 bis 8 Esslöffel Rapsöl, Sonnenblumenöl hinein. Oder wenn ihr mögt, Butterschmalz, Gänseschmalz. Das könnt ihr alles nehmen. Und das lassen wir dann ausgehen und dann legen wir unser Fleisch hinein. Ich habe 2 Kilo Schweinefleisch aus der Nuss. Das werde ich jetzt erstmal gut salzen und pfeffern. Dann legen wir, wenn die Kohlen soweit sind, erst die Kohlen aus und dann stellen wir den Topf drauf. Aber das zeige ich jetzt alles wirklich. Den Kopf jetzt ausölen. Und wie gesagt, man kann schon mal Öl hineingeben. Man kann auch das Restöl hier nehmen. So, und wie gesagt, in der Zwischenzeit, euer Fleisch, ihr könnt jeden Braten nehmen. Geflügel braucht vielleicht ein bisschen weniger, aber so ein schöner Schweinebraten, Rinderbraten, Lammbraten,
geht auf die gleiche Art. Würzen, Pfeffersalz bei mir. Und dann zeige ich es, wie es weitergeht, wenn die Kohle soweit ist. Die Kohlen sind jetzt richtig schön glühend und jetzt tue ich etwa die Hälfte in das untere Backblech oder was ihr so nehmt. Ihr könnt auch gerne die Schale von einem großen Feuertopf nehmen oder wenn ihr einen großen Kugelgrill habt, der wirklich richtig stabil ist und unten eine gerade Fläche habt, geht das auch. Vorsichtig Kinder wegschicken, das wird jetzt heiß. So, etwa die Hälfte. Dann verteilen wir die ganz gut. Dazu nehme ich dann gern eine Grillzange, eine große. Und wir stellen unseren Feuertopf, unseren Blattofen dann schön hinein, dass er nicht wackelt. Und dann lassen wir ihn erstmal ein bisschen heiß werden, das Öl, was wir schon drin haben. Das ist wichtig. Das Öl oder was er sonst an Butterschmalz oder so ich nimmt, darf auf keinen Fall qualmen, dann wird es zu heiß. Muss nur eine gewisse Hitze haben. Das sieht man so, wenn die Oberfläche so ein bisschen schillert. Dann nehmen wir das Fleisch. Wie gesagt, ich habe es gepfeffert und gesalzen. Und dann kommt das hinein. Schön in die Mitte. Es zischt schon, ihr seht, es ist schon heiß. Und dann einfach nochmal ein bisschen Öl genommen und oben drüber hingemacht. So. Dann nehmen wir den Deckel und legen den oben auf mit der Spezialzange. Das ist wichtig, weil der ist wirklich richtig schwer und hat hier so zwei kleine Bolzen, damit der es nicht kippelt. Ich zeige es nochmal, das steht dann wirklich richtig fest. Ist auch ganz wichtig, weil wir jetzt da die Kohlen die restlichen oben drauf machen müssen. Und das mache ich ganz gern einzeln. Das geht am besten wirklich mit der Grillzange oder Kohlenzange, was ihr so habt. Kommt oben drauf. So, dass ihr auch den Deckel nochmal öffnen kann. Müsst ab und zu mal hineinschauen. Und dann lassen wir das erstmal so 20 Minuten vor sich hinbraten und gucken dann das erste Mal. Ihr hört das wohl jetzt ganz dolle brutzeln. Und jetzt kann man mal reingucken. Man kann ihn auch einmal wenden, den Braten. Das ist ziemlich richtig. So. Oder man kann es so lassen. Das ist egal. Jetzt kommt es darauf an, wie viel Kohle ihr habt, wie groß euer Topf ist. Also bis zu einer Stunde muss er auf jeden Fall drinnen bleiben. Dann macht er mal die Fleischprobe. Deckel auf. Am besten dann in den Metall. In die Metallform legen oder Backblech, was ihr hattet, für die Kohle zu erhitzen. Dann macht ihr die Fleischprobe, nehmt mal eine Fleischgabel, stecht mal ein, dreht vielleicht nochmal und danach kommt das Gemüse hinein. Dazu nehme ich, weil wir gern Gemüse essen, eine Stange Lauch, eine große, schneide die klein, drei rote Paprikaschoten, 500 bis 800 Gramm Möhren, schön in Stücke geschnitten, etwa 2 cm groß. Und dann auch noch Staudensellerie, den schneide ich dann auch in Stücke. Und das kann man jetzt prima vorbereiten und dann zeige ich das. Hier zeige ich dir nochmal das Gemüse, was wir brauchen. Staudensellerie, rote Paprika, Möhren, Porree oder Lauch, wie ihr sagt, oder einfach eure Lieblingsgemüse. Mit Tomaten wäre ich vorsichtig, die erst machen, nachdem der Topf 2-3 Mal benutzt ist, wegen der Säure. So, und jetzt lassen wir den Braten einfach weiter vor sich hinschmoren. So, ich habe jetzt nochmal gewendet. Ihr seht, wie schnell und lecker das geht. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf. Insgesamt 1 Stunde bis 1 Stunde 30. Muss man ausprobieren. Braucht ein 2 bis 3 Kilogramm schweres Fleischstück. Und danach kommt das kleingeschnittene Gemüse dazu.
So, bei mir sind jetzt die 1,5 Stunden, 90 Minuten etwa herum. Jetzt machen wir auf, wieder mit dem Deckelheber gut ansetzen. So. Und jetzt können wir das Gemüse reintun. Und da können gerne die Kinder helfen, einfach rundherum schichten. Achtung, kann ein bisschen spritzen. Ihr seht, das ist eine große Menge, aber das kocht sich noch schön zusammen. So richtig schönes Schmorgemüse gibt es. Dazu mache ich am liebsten Ofenkartoffeln. Das zeige ich dann auch nochmal bei Gelegenheit. Das sind frische Kartoffeln, ungeschälte. Gehen ganz einfach, ganz schnell. Aber schmeckt doch alles andere dazu. Knödeln, Nudeln, Bratkartoffeln, wie man möchte. So, das Gemüse ist drinne. So, bitte, bitte, bitte. So, jetzt machen wir den Deckel drauf und dann lassen wir es nochmal so mindestens 15 Minuten köcheln. So. Wenn ihr euch fragt, wie groß mein Topf ist, das sind jetzt 10 Liter. Wir sind aber auch eine große Familie. Ich habe schon öfters erwähnt, dass ich 5 Kinder habe und 10 mal 4, also ich hätte jetzt 40 Kohlen. Oder habt 40 Kohlen. Die Faustregel müsst ihr beachten. Bei Fleisch ist es immer halbe halbe, also die Hälfte Kohlen unten und die andere Hälfte oben. Bei Kuchen und Eintöpfen kommt 2/3 darunter und 1/3 auf den Deckel. So, in der Zwischenzeit könnt ihr jetzt mal 300 bis 400 Milliliter heißes Wasser zurecht machen. Ihr dürft niemals kalte Flüssigkeit hineintun, das ist Gusseisen, das könnt euch platzen. Schade drum. Dann löschen wir das dann auch ab, gucken, wie weit das Gemüse ist, dann vielleicht nur ein paar Minuten und dann kann man auch schon servieren. Und ich habe jetzt wirklich das Fleisch einmal gewendet, einmal geschaut. Ansonsten habe ich es die ganze Zeit in Ruhe gelassen und jetzt nur noch mal 15 bis 20 Minuten etwa das ganze Gemüse darin. So einfach und schnell geht das. So, jetzt gucken wir nach dem Gemüse. Wieder vorsichtig mit dem Deckel, dass der im Gleichgewicht ist. Ja, das darf noch ein bisschen. Das sind jetzt genau 15 Minuten. Ich denke noch mal so 5. Aber wir können schon mal ablöschen mit 300 bis 400 Milliliter heißem Wasser. Und dann lassen wir es noch mal ein bisschen vor uns herschwimmen. Also 5 bis 10 Minuten bei der Menge, die ich habe jetzt an Gemüse. Und bei euch müsst ihr einfach mal gucken, wie es da am besten ist. So, nun ist unsere Mahlzeit fertig und ich zeige, wie ich es am liebsten mache. Alles auf dem Boden. Es ist heiß. Dann habe ich hier ein Metalltablett. Ihr könnt auch ein Backblech nehmen. Eckig ist, das geht auch prima, das Tiefe. Dann habe ich ein Schneidebrett. Da habe ich eben noch die Paprika drauf geschnitten gehabt. Das benutze ich nochmal. So, jetzt Deckel ab. Übersetzen. Und dann mache ich das Fleisch raus, setze es auf den Holzteller und das Gemüse auch. Mache das schön drumherum und dann kann man es prima servieren. Auf dem Tisch habe ich 2 große Holzbretter, ihr könnt aber auch ein Backblech nehmen, was ihr verkehrt herum macht und könnt das dann abstellen, weil es ja auch unten drunter heiß wird. Zur Reinigung möchte ich jetzt sagen, den Topf lasst ihr am besten auf der Glut stehen, macht etwa den Topf halb voll mit heißem Wasser. Dann backt sich das alles oder kocht sich das alles los, die Reste. Dann auf jeden Fall nur ein Holzspachtel genommen und die Reste ein bisschen abgekratzt. Dann kann man es abkühlen lassen, schüttet das Wasser weg. Dann kann man nochmal mit nur lauwarmem Wasser und einem Lappen das ausreiben, dass es sauber ist. Dann muss Deckel und Topf wirklich richtig gut trocknen.
Sonst kriegt der Flugrost, sehr unschön, abtrocknen mit einem Geschirrhandtuch. Am besten das, was wir vorhin hatten, zum Einreiben mit dem Öl. Weil, wenn der richtig, richtig trocken ist, müssen wir alle Flächen außen wie innen schön mit einem Sonnenblumen- oder Rapsöl einwischen. Nicht, dass das Öl steht, nur dass alles schön glänzt. Und dann wird er weggetan. Bitte auf gar keinen Fall in der Tüte oder Plastik. Am besten in eine Holzkiste oder einen Pappkarton. Vielleicht, wenn ihr es habt, schicken lassen. Den Pappkarton vom Hersteller genommen. Muss aber nicht sein, könnt ihr auch andere nehmen. Und das Geschirrhandtuch, was wir hatten zum Einreiben, könnt ihr ruhig über den Rand drüber hinlegen, so ein bisschen. Und dann den Deckel aufsetzen, dass so ein kleiner Spalt ist, damit es wirklich innen gut trocknet und Luft drankommt. Sonst kann es rosten. Und vor allen Dingen das Öl, was wir eingerieben haben, was wichtig ist, kann ranzig werden. Das ist dann richtig eklig. Wenn das mal passiert, muss der neu eingebrannt werden. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Also schön sauber machen, aber jetzt erstmal genießen, Fleisch raus, anrichten und dann ist unser leckeres Rezept auch fertig. So, nun ist gedeckt. Ich habe noch einen Teil Gemüse in den Topf getan. Dann kann man nämlich noch ein bisschen Creme Fraiche drüber hinmachen oder Schlagsahne hineingeben, durchrühren. Ihr könnt das Gemüse noch mal ein bisschen Pfeffern salzen, vielleicht ein bisschen Chili dran, ein bisschen Knoblauch dran, so wie ihr das liebt. Und dann hoffe ich sehr, die Idee hat gefallen, ihr konntet das gut nacharbeiten. Und vielleicht fällt im Hintergrund der kleine Blumenstrauß auf, der ist von einer ganz, ganz, ganz lieben Freundin, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und lieben Dank und tschüss.